So ihr Lieben, heute Plumpsklo durchsuchen und damit herzlich willkommen und ich wünsche euch schon mal voraus einen wunderschönen Freitagnachmittag und natürlich einen guten Start ins Wochenende. Natürlich habe ich mir heute wieder jemanden eingeladen und zwar die Urbers Schnullerbacke. Yay! Yay! Das bin ich. Und ja, wir hören uns gleich nochmal den Intro an, weil das schon eine Weile her ist. Und ja, für heute ganz wichtig am Anfang eine Abstimmung. Und zwar möchte ich und Oberst Nullerbacke das Ganze mal an Cut machen. Und ihr müsst am Ende des Videos entscheiden, ob ihr das weiter so haben wollt oder ob ihr das wieder Jump Cut geschnitten haben wollt, so wie ihr es sonst kennt. Ja, also heute mal eine Folge an Cut, ohne irgendwas rausschneiden. Alle Fails sind drin, definitiv. Und bin mal gespannt, wie das ankommt. Also wie gesagt, die Abstimmung kommt jetzt oben rechts eingeblendet, aber ihr sollt am Ende des Videos abstimmen. Also bitte das ganze Video komplett gucken und mir dann sagen, ob es langweilig ist oder auch nicht. Und die Kommentare aufschreiben und abstimmen. Hab ich was vergessen? Nö. Nö. Gut. Alles schön. Gut, wir machen die ganze mal öffentlich hier, dass wir auch nochmal hören joinen kann. So, weil wir sind gerade bis zu zweit und wir gehen heute zum ersten Mal in eine 100er Mission. Nicht wahr? Also, erst hören wir uns nochmal das Plumpsklo an. Ich freue mich. Ich auch. Plumpsklo. Ray, haben wir den Sturmleugner in ein Plumpsklo gesperrt, weil er der Wahrheit zu nahe gekommen ist? Also, noch nicht. Er behauptet etwas anderes. Das passiert, wenn man der Wahrheit zu dicht auf der Spur ist. Ich sage, dass ihr euch nicht fürchten braucht. Ich sage, dass ihr rausgehen und die Sonne genießen könnt. Sie haben mich in dieser verdammten Stinkfalle eingesperrt. Das ist so geil. Ha! Ich meinte das Ha nicht so. Retten wir ihn. Ja, dann retten wir ihn mal. Wie gesagt, wir gehen in eine 100er Mission, dass ich ihn in den Plumpsklo eingesperrt habe. Gut, wenn man so eine Scheiße über Fortnite erzählt, ne, oder über die Überlebenden und den Sturm, muss man sich nie wundern, ne, dass man bestraft wird. So, ein Vögel. So. Und ich hatte gesagt, wir machen heute hier mal reine Regentropfen und so, schnelle Flocken und machen dazu Lagerzerstörung in der Geisterstation. Das war jetzt komischer Satz, ist egal. Ist uncut. Muss alles rein, die ganze Mist. Der muss alles rein. Was? Ja. 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 Und wir spielen heute den Ladungsmeister AC. Warum? Weil ich natürlich Sachen von der letzten SSV wieder rein regenerieren muss, also wieder sammeln muss. Und ja, als Bonus habe ich diesmal hier so die Unterstützerslot, ne, weil ich heute auch die neue Knifte teste, die, wie hieß sie gleich? Die Nordmann. Ja, haben wir vorhin schon gepürkt. Also ich vorhin schon gepürkt mit Schnullerbacke zusammen. Schnullerbacke, er kam auf mich. Meine Frau hatte ich so genannt, ne? Obst, Schnullerbacke. Gut, wir sind öffentlich, wir können eigentlich loslegen. Hast du eine Frage, Wunsch, Sorgen oder Anträge? Ach, was haben wir vergessen? Die Grüße. Genau, die Grüße. Ja, für dich habe ich schon mal Gänger. Ja, wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich jemand anders. So, wen haben wir denn? Mr. Mango Mon. Ganz liebe Grüße an dich, Mr. Mango Mon. Okay. Und an den Theo S.C. Heißt bestimmt Sportclub oder sowas, nicht Spaß. Gut, los geht's. Wie gesagt, uncut alles heute, also wir schneiden nichts raus und ihr, wie gesagt, am Ende entscheiden. Aber bis zum Ende gucken, aber die Abstimmung kommt schon vorher. Ihr wisst, ihr habt sie mitbekommen. So, ich möchte gerne das Gadget heute ändern und ich möchte die Artillerieschlag ändern. Hä? Gadget auswählen, das da. Wo ist es denn? Ich möchte gerne mal diese. Ist es das hier? Der Teleporter? Ne, das ist er nicht. Wo ist das Verzögerer-Ding da? Ist es das hier? Zeitzeiger, genau, den will ich haben. Und dann starten wir mal. Let's go. Zerstöre alle Lager. Ja, ja. Schlage hart zu. Schlage schnell zu. Ja, hart. Nicht weich. Was? Immer schön hart. Hast du schon wieder irgendwelche komischen Gedanken? Die habe ich täglich. Halte dich für eine richtige Wetterwarnung bereit. Achso, die müssen wir ja noch produzieren, das Ding, ne? Wir haben sie ja noch nicht hergestellt. So, da ist sie. Ja, wir haben sie auf 106 gezogen und auf Obsidian, nicht auf Schattensplitter, so wie es einige vorgeschlagen haben, aber. Ja. Ach, ich. Also, das seht ihr zum Beispiel nicht, wenn ich schneide. Ne? Da steht manchmal stundenlang im Bildschirm. So, jetzt müssen wir mit Plumpsklusum. Da ist sie. Wird schon mal komisch an das Geräusch, so. Du dahin hast noch 15 Minuten, um die Mission abzuschließen. Wir haben ja 15 Minuten, um die Mission. Oh, da sehe ich schon zwei Plumpsklus, wie es aussieht. Ne? Kann das sein? Oh, wieder Ace im Keller oder was? Hä? Kommt man hier runter? Ernsthaft? Ist er wieder die übelste Verarsche hier?
Hier ist ein Teddybär. Major Oswald, okay. Du bist gefeuert. Der Kommandant und ich haben diese Heimatbasis in ein erstklassiges Mittel zur Sturmbekämpfung verwandelt. Ach, das ist die Story vom Weihnachtsevent. Ups, die habe ich schon nie gemacht. Das wird sich noch zeigen, ups. Oder? So. Lass mich auf jeden Fall mitmachen, hier die Dingsbums zu stören, ne? Ja. Es riecht, als ob hier ein Plumpsklo in der Nähe wäre. Hier riecht es, wäre hier Plumpsklo. Vielleicht lenkt uns das von dem bevorstehenden Schrecken ab. Und erinnert uns daran, dass das Leben voller Freude und Wunder ist, aber auch von der Sonne aufgeheizte Plumpsklos beinhaltet. Alles in allem pendelt sich das Gesamterlebnis bei einer 3 plus bis 2 minus ein. Also so eins habe ich übrigens im Garten stehen, so ein Plumpsklo hier. Na, was? Bitte. Ich habe auch keinen Garten, aber sehe ich. Quatsch. Geil. Na, so. Ich habe nicht mal einen Garten. Ein Plumpsklo ist ein gutes Versteck. Das ist der letzte Ort, an dem ich nachsehen würde. Was haben wir hier drin? Außer jetzt vielleicht. Oh, Freunde. Weil wir nach ihm suchen. Ach, Teddybär. Jedenfalls ist er nicht hier. Also viel Story heute in der Folge. Los, ihr Weihnachtsmänner! Schnappt euch die Geschenke! Was wir gleich mal testen können, ist natürlich der Streukreis der neuen Nordman. Oh, die sprayt aber ganz schön. Also gut, für den Nahkampf sollte es noch gehen, aber auf Entfernung. Oh, mal. Die zieht ganz schön nach oben. Ja, zieht nach oben und links. Also wenn man nicht gegenhält, nach oben und links zielt sie. Also das heißt, wir müssen bitte rechts mehr zielen. Unglaublich! Sieh dich vor, Kommandant! Oh. Da kommt noch ländliche mehr! Ländliche Gegner entdeckt habe ich auch noch. Oh, ich weiß nicht, was los heute. So. Abgesandt. Eigentlich ist ja Lagerzerstörung auf dem Plan. Hier drüben! Hilfe! Hier drüben, Hilfe! Kaum zu glauben! Gib das her. Du bist der Beste! Ach, schön, toter Mission. Wie kriege ich endlich das Material? Geil! Geil! Oh, hier ist noch ein Blumen. Das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Sie sollten vielleicht mal ein Lager mit zerstören, oder? Mach ich schon. Mein Teddy macht das. Aber ich doch nicht. Ist doch unfair. Ekelhaft. Ekelhaft. Also ein Plumpsklo ausschachten ist was ganz Schlimmes. Das muss ich mal dazu sagen. Ich habe das einmal gemacht und nie wieder. Du lachst. Hast du schon mal ein Plumpsklo ausgeschafft? Nö. Ey, die Gatten ist schon wieder vorhin, diese komischen. Oh Gott. Oh Gott. Ups. Pass mich nicht an. Ich bin empfindlich. Mit blaue Flecken und so. Was? Was ist das für ein Rohr? Au. Warte mal, ich hab doch was für dich. Geil. Geil. Jetzt sind wir ganz allein. Uns kann keiner sehen. Oh. Jo. Also dieser Obsidian und ja. Unterjocht. Ja. Das hab ich meine gemacht. Ey, das ist auch mein Metall, du Gurke. Mhm. Du hast doch deine bestimmt auf Schattenblöcke gezogen, ich kenne dich doch. Ja, aber hallo. Na, aber hallo! Ah, schön wär's. So, wir müssen noch drei weitere Plumpsklos finden. Ist aber egal, es geht ja um die Crits bei dir. Kritis? Schönen guten Tag, jemand zu Hause? Ach, wieder unten drunter. Ich hoffe, die machen das Lager nicht zu schnell kaputt. Ein eingesperrter Teddybär. Los, los, los! Jeder greift, so viel er tragen kann! Die Sprüche von denen. Jetzt wird's ernst. Mach dich bereit! Das ist die neue Breinbart oder die Einbein, wie hieß es hier? Breinbringer, ne? Die hört sich aber auch nicht schlecht an, muss ich schon mal sagen. So, Plumsi Klo. Oh, Teddy. Plumsi Klos. Ja. Ich hoffe, die machen die Lager nicht so schnell kaputt, sonst habe ich ein Problem. Jetzt finde ich die genug Klos. Ich glaube, hier unten ist wieder bloß ein Geschenk, oder? Ich weiß nicht, hat irgendwas aufgeleuchtet? Ne, hier ist irgendwo ein Geschenk unten drin. Natürlich baue ich das Ganze falsch ab. Freund, nein, halt mich hier an. Also im ersten Mal Level 100er Mission, ne, also hehe. Also viel in der Lagermission kannst du ja nicht verkacken. Lasst den Heiligen Geist erstrahlen! Verkacken? Hoffe ich soll erlischen. Draußen steht ein Pumpsklo. Oh. Noch 10 Minuten! Also, ich freue mich so richtig auf 100er, weil jetzt können wir endlich Waffen auf 130 ziehen. Welches sein wird, weiß ich noch nicht. Wo steht ein Pumpsklo? Hier draußen. Oh, das ist keins von dir, ne? Das wird mir zumindest nicht angezeigt. Wo bist du denn? Wo ist denn eins?
Wo bist du? Ja. Schau dir mal, wenn wir wiederbelebt. Ja. Wo bist du? Hier. Steht zum Beispiel 1, aber. Das erkennt er wieder nicht. Das, weißt du, die Mission, weißt du, ist maximal mit 2. Du musst mindestens 4 machen. Was? Freunde? Freunde! Pass mich hier an. So, gut. Ich bin mal weg. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone nicht geräumt. Hab das nächste. Haben wir die Koppel jetzt schon abgegrast? Da unten ist noch was. Oh, da wird was angezeigt gerade. Warte, ich komme sofort. Wer war denn da? Keine Ahnung. Hier unten wurde mir auch was angezeigt. Ah, ne, ist nur was für mich. Hey. Eins. Ach, da unten. Oh, ich bin ja so blind wie Blindgänger. Egal, vergesst es. Ein weiterer großer Kampf. Los geht's. Blind wie ein Blindgänger. Ah, hier. Dixie-Klo. Ah, ne, ist ja Blubschlo. Ah, schade. Dass ich dich bei jeder Kleinigkeit kontrollieren will. Aber ich befürchte, dass die Plumpsklo-Durchsuchungen nicht gründlich genug sind. Wie gründlich? Soll ich vielleicht auch reingreifen und diese rummanschen? Oh ja, Mann. Oh. Ja, ah, ja. Mm, lecker, ja. Ich freue mich. Mach das. Nee, definitiv nicht. Ich schau zu. Das glaube ich dir. Oh, hier sind 2 umgeklippte. Unseren Sensoren zufolge. Oh, 4 von 5? Bitte lass mir noch einen letzten finden. Ich wusste nicht einmal, dass unsere Sensoren. Ja, die Karte ist aufgedeckt bis jetzt gerade. Dann gucken wir mal. Da ist noch eins, aber ich weiß nicht, ob das ein Klo ist. Eine Ecke ist noch dunkel. Eine Ecke ist noch dunkel. Machen wir jetzt einen Song draus. Sorry, wenn meine Nase gerade läuft, aber. Oh. Deine Nase läuft. Ja. Gute Neuigkeiten. So, 11 von 12 Geschenken haben wir. Uno? Uno? Gut, und nu? Mit der Bombe am Schuh? Ich brauche noch einen Dixie-Klo. Reimt sich nicht, schade. Hätte klappen können. Lass jetzt nicht locker. Also ganz unten ist noch eine Ecke dunkel, aber. Hab eins. Überprüfe deine Karte. Könnte klappen. Die 2 Ecken sind noch leicht dunkel. Ja, das Dixie-Klo, was ich gerade gefunden habe, war ja auch nur zufällig. Mein Rüssel läuft, ey. Boah. Auf geht's. Ja, ist uncut. Du weißt, was du durch zu tun hast. Mr. Dorsch! Wo hab ich's? Guck mal! Ein verrückter Faden runter. Oh ja, so richtig. Kennt ihr das? Geil. Richtig geil. Aber, au, fass mich hier an. Oh, wenn man jetzt scheidet, dass wegen oxidiert ist. Coole Sache! Warum immer aus Metall, auch das Zeug, was man braucht, für die. Ja. Ja! Oh, ist das schön! Da geht super. Mir der Abend, das blöpst du gar nicht. Doch, doch. Endlich Final, was wir halt bekommen hier. Au! Dieser stundenlang Farm, aber. Auf dem absteigenden Ast! Du sollst mich nicht anfassen, ich bin empfindlich, hab ich ja schon gesagt. Hör mir doch zu, wenn ich mit dir rede. So. Okay. Ich hab Peter mit der Hülle, Mensch. Mit dir würde ich nie so reden. Was? Okay. Okay. Ich mach dich alle. Ja, nur noch eins übrig. Da ist noch eine Ecke dunkel, ne? Nie, bloß noch eins übrig. Hab das nächste. Ja. Überprüfe deine Karte. Hä? Die ist so schnell gewesen? Ich brauch noch ein Plumpsklo, Leute. Ich mach noch nicht noch eine Mission wegen Plumpsklo. Na schnell. Ja, aber wo soll ich noch suchen? Also ganz unten in der Map. Da ist noch eine Ecke dunkel und. Ja, glaubst du wirklich, dass da ein Plumpsklo steht? Das kann sein. Viel Glück. Nein. Nein. Ja, kann sein. Kann sein. Was? Ja, man merkt, dass ich voll in der Waffel habe. Oh, da wollte ich gar nicht runter. Dixie-Klo. Dixie-Klo. Noch 5 Minuten. Dixie-Klo. 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 Gibt's da nicht auch einen Song? Das geht, glaube ich, anders, der Song. Echt nicht? Der Song geht Mexiko. Mexiko. Nee. Mexiko. Und ich hab daraus gemacht Dixie-Klo.
Das ist nicht von Helge Schneider. Echt? Pixi-Klo? Der kommt irgendwie. Ernsthaft? Ich hab irgendeine Song im Kopf. Ich hab da. Das Lied hier geht ja Mexiko. Kennst du das Mexiko? Das Lied? Das nicht, ne? Das ist das, wo wir zu WM verloren haben gegen die. Hab ich die ganze Zeit Mexiko gesungen und einer war so sauer auf mich. Und dann musste ich in einer Mission irgendwie was mit Dixie-Klos machen oder irgendwas zerstören. Ach ja, wegen Speck, weil ich Speck gesucht hab. Und da hab ich die ganze Zeit gesungen: Dixie-Klo. Dixie-Klo. Aber, ja. Es fehlt natürlich ein Blümsklo. Ein Blümsklo fehlt noch, verdammt, warum ist es aber irgendwie. Nee. Hast du Pech gehabt? Du bist aber ganz schön frech, mein Guter. Das ist ja wohl Bodenlose! Eine Bodenlose! Ja. Schade. Sorry, mein Rüssel. Es tut mir leid. Also, es war nicht geplant, dass die Nase läuft. Rauskacken kann man das auch nie, weil es ja ankackt ist. Was? Check es nach. Und den Staubsauger. Nee, ich will keinen Staubsauger. Aber die Idee mit dem richtig reingreifen, das Plumpsklo, ne, das kannst du sauber machen, das fällt flach. Ich glaube an dich, das schaffst du. Ekelhaft. So, plus Beutel Level 3, aber das ist ja nichts Neues bei einer Lagerzerstörung. Oh. So, dann sammeln wir mal schön das Zeug hier ein. Killersturm wird abgeschlossen, sehr schön. So. Können wir jetzt rein nicht im Shop bestimmt die neue Knifte holen, oder? Natürlich! Ja, die neue Beinbringer. Kaufen. Entschuldigung. Ich mache jetzt mal einen Zug. So. So, das ist er, aber die sieht aus wie eine AK-47. Ne, das ist ein Zug! Hehe. Cool, mit der Glocke vorne dran. Ist ja cool gemacht. Muss man schon mal sagen. So, jetzt haben wir die auch. Also wir haben ja alle schon im Shop gekauft, ne? Durch die 700 Mini-Lammers, die wir geöffnet haben. Ja. Ja, ihr Lieben, das war die Uncut-Folge von Plumpsklo. Wie gesagt, jetzt solltet ihr entscheiden, ob ihr das so weiter haben wollt oder ob ihr es möchtet, dass wir das wieder Jump-Cut-mäßig machen, wie ihr es sonst kennt. Ja, ihr entscheidet das. Auf jeden Fall sehen wir uns zur nächsten Folge wieder mit einem Plumpsklo. Geil. Und ja. Und vergesst bitte heute Abend nicht, heute Abend kommt wieder 7 Days to Die. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Shadow sagt auch noch was Schönes und Liebes zu euch. Was Liebes. Ob wir das verdient haben, naja. Ich hab euch alle dann zu sehen. Hat er nicht gesagt. Nein. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Mit? Mit K. Mit X. Bis dahin, ciao.